viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team, werdet alle Abenteuer bestehen. Wow, wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow, 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 wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. In diesem Sommer spielte das Wetter auf der ganzen Welt verrückt. In Südostasien gab es eine Dürre. Der fehlende Regen ließ die Reisfelder austrocknen. Es gab Überflutungen in der gesamten Region des Nahen Ostens. Und Nordamerika erlebte eine Rekordkälte. In einem Sommercamp in den Bergen verbrachten 7 Kinder ihre Ferien. Die beiden Mädchen, Sora und Mimi, und die 5 Jungen, Tai Chi, genannt Tai, Yamato, genannt Matt, Kushiro mit dem Spitznamen Issy, der kleine Takeru, genannt TK, und Joey. Sie wussten nicht, dass sie schon sehr bald gefährliche Abenteuer zu bestehen hatten. Abenteuer in einer anderen Welt. Diese 7 jungen Leute wunderten sich, dass plötzlich mitten im Sommer ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Alle brachten sich in Sicherheit, so schnell sie nur konnten. Die ganze Nacht hielt der Schneesturm an. Am nächsten Morgen schien alles vorbei zu sein. Tai verließ als erster die Hütte. Das Wetter scheint sich beruhigt zu haben. Super Schnee! Hey, TK, vorsichtig! Oh, mir ist aber kalt. Ist gar nicht wie Sommer. Ich finde, wir sollten zurückgehen zu den Erwachsenen. Wenn wir hier noch lange bleiben, dann... Oh, wie schön! Wie herrlich! Alles um sie herum war mit Schnee bedeckt. Issy versuchte über Internet Kontakt zur Außenwelt zu kriegen. Es klappt nicht. Dabei dachte ich, dass es funktionieren würde, wenn der Schneesturm vorbei ist. Als er die anderen lachen hörte, ging er auch nach draußen. Seine Freunde bestaunten ein Naturschauspiel. Oh, wie schön! Es ist einfach toll! Irre! Unglaublich! Aha. Ja. Das ist das Polarlicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Unglaublich, super. Aber das kann doch nicht sein. Das Polarlicht ausgerechnet hier. Wirklich merkwürdig. Es wird höchste Zeit. Wir sollten jetzt schnell zurück zum Camp zu den anderen. Das stimmt. Eine Erkältung möchte ich mir hier auf keinen Fall einfangen. Da geschah etwas Seltsames am Himmel. Oje, oje, seht mal. Ein Feuerball raste direkt auf sie zu. Und bohrte sich kurz vor ihnen in die Erde. Hey Leute, ist jemand verletzt? Alles in Ordnung. Hab ich mich erschreckt? Was war das? Ein Meteorit. Auf einmal stiegen kleine, merkwürdige Dinge auf. Sie leuchteten blau und sahen sehr technisch aus. Das sind ja komische Dinge. Was ist das? Keine Ahnung. Es ist kein Pieper, auch kein Handy oder so etwas. Eine riesige grüne Welle erhob sich vor den Freunden und sog sie in ihr Inneres. Sie spürt uns weg! Alles, was sie noch sahen, bevor es um sie herum schwarz wurde, war ein Meer von Regenbogenfarben. Tai lag ohnmächtig auf dem Boden, in einer fremden Umgebung. Tai. Irgendjemand sprach ihn an. Tai, hörst du mich?
Was ist denn los? Er öffnete die Augen und sah einem Wesen ins Gesicht, das fast nur aus einem Kopf bestand. Wo bin ich denn? Träume ich oder wache ich? Hilfe! Tahi, mit dir ist alles in Ordnung. Wie schön! Das Ding da spricht. Und es weiß auch, wie ich heiße. Ich freue mich, ich freue mich. Oh, Tahi, ich bin so froh. Wer oder was bist du denn? Ich bin Koromon und hab auf dich gewartet. Koromon? Du hast auf mich gewartet? Koromon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Sag mal, woher weißt du eigentlich, wie ich heiße? Tahi! Issi, du bist hier. Bin ich froh. Ich dachte schon, ich wäre ganz alleine in dieser Einöde. So ein Unsinn, du bist nicht allein. Ich bin doch bei dir, mein Freund. Ja, sag mal, Issi, was ist denn das? Gestattest du, dass ich mich vorstelle? Man nennt mich Motimon. Motimon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Tja, es verfolgt mich, seit ich aufgewacht bin. Ich weiß auch nicht, was es von mir will. Was geht hier eigentlich vor? Erklär uns das bitte. Ja, wo sind wir? Tai sah sich um und fand sich in einer für ihn fremden Welt wieder. Nanu? Ihr seid auf einer Insel in der Digi-Welt. Ja, das stimmt. Ihr könnt uns viel erzählen. Davon muss ich mich erst mal überzeugen. Tai kletterte auf einen Baum, um sich die Gegend besser ansehen zu können. Als er oben angelangt war, holte er sein Teleskop hervor und schaute hindurch. Da ist ein Meer. Aber den Berg da habe ich noch nie gesehen. Wo könnten wir sein? Tai, was machst du da? Oh. Was fliegt denn da? Es war rot und sah irgendwie hässlich aus. Sieht ja aus wie ein roter Hirschkäfer. Das Tier flog direkt auf ihn zu. Es war riesengroß und knickte den halben Baum um, als wäre er ein Streichholz. Hilfe! Oh nein, das ist Kuvagamon, ein bösartiges Digimon. Was will es denn? Das bösartige Digimon flog eine Schleife und griff erneut an. Kuvagamon, Level Champion, Insekten-Digimon, Typus Virus, Attacke Scherenarme. Bevor Kuvagamon sich auf Tai stürzen konnte, flog ihm Koromon entgegen und griff an. Kuvagamon wich aus, traf wieder den Baum und Tai fiel auf den Boden. Tai! Keine Sorge, mir ist nichts passiert. In diesem Moment stürzte Koromon ab. Nein! Koromon! Und landete vor Tais Füßen. Das war leichtsinnig. Das hättest du nicht tun sollen. Ach, Tai. Du hast mich gerettet. Das war sehr mutig. Ich danke dir. Schon gut. Achtung, Kuvagamon kommt zurück! Hierher, hierher! Kommt mir nach! So schnell sie konnten, liefen sie Motimon hinterher. Kuvagamon war ihnen dicht auf den Fersen. Der Abstand zwischen ihnen wurde immer geringer. Schneller! Wo ist es? Er ist weg! Los, komm! Tai und Issi liefen Motimon hinterher und befanden sich plötzlich in einer blauen Röhre, die senkrecht in den Himmel ragte. Seht mal, wie hoch das ist! Für das Monster war diese Röhre unsichtbar. Es raste durch die Luft und knickte einen Baum nach dem anderen um. Tai und Issi knieten sich auf den Boden und hielten schützend ihre Hände über den Kopf. Aber Kuvagamon hatte aufgegeben und flog davon. Es wurde still. Da hörten sie eine bekannte Stimme. Das Monster ist verschwunden! Das ist Sora! Die beiden steckten ihre Köpfe durch die Außenwand der Röhre. Sora! Da habt ihr Schwein gehabt! Ach was, das war doch alles halb so schlimm. Nicht der Rede wert. Nanu? Neben Sora stand auch eines dieser komischen Wesen. Kuvagamon ist schon weit weg. Ich kann ihn kaum noch hören, Sora. Yokomon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Vielen Dank, Yokomon! Yokomon heißt es? Sieht so aus wie eine Pflanze. Sag mal, gehört ihr alle zusammen? Die kleinen Wesen stellten sich nebeneinander auf. Cool. Echt? Das Kleine da auch? Tokomon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Wir sind hier, Tike, auf der Wiese. Tike? Oh,
TK kam angerannt. Ich komme, Togemon, TK! Ich komme! Und auch Matt. Hey, Matt! Du hast ja auch... Prima, da seid ihr ja alle. Da kann ich ja lange suchen. Alles im grünen Bereich. Was hast du denn da mitgebracht? Was? Ach ja, das ist, Ich bin Tsunomon. Tsunomon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Togemon! Schreiend kam Joey hinter einem Busch hervor. Hilfe, ich Joey! Helf mir doch, ein komisches Ding ist hinter mir her. Helf mir, sonst bin ich verloren. Ich bin kein komisches Ding. Ich bin Bukamon. Bukamon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Als Joey mit dem Geschrei aufhörte, bemerkte er auch die anderen Wesen, die ihn mit großen Augen anschauten. Was? Was sind das für merkwürdige Dinger? Sehr komisch. Wir sind alle Digimon. Was seid ihr, Digimon? Und jeder Digimon stellte sich dann persönlich vor. Ich bin Koromon. Ich heiße Tsunomon. Und ich Yokomon. Gestatten, mein Name ist Mutimon. Bukamon. Ja. Und ich Togomon. Ich bin Tai, Taichi Yagami, und gehe in die 5. Klasse der Odaiba-Grundschule. Das ist Sora, auch aus unserer Klasse. Sora Takenouchi. Hallo, Leute. Das ist Matt, auch aus der 5. Klasse. Yamato Ishida. Das ist Joey. Joey Kido, 6. Klasse. Koshiro aus der 4. Klasse. Issi, Koshiro Izumi. Und dann darf ich noch vorstellen... TK, ich heiße Takeru Takaishi und gehe in die 2. Klasse. So, habe ich alle vorgestellt? Warte mal, da fehlt doch noch... Mimi Takikawa fehlt. Hat sie niemand gesehen? Ach ja, Mimi aus der 4. Klasse. Wo steckt sie denn? Der Schrei kam von einer Lichtung. Mimi schien in Gefahr zu sein. Die Freunde rannten sofort los. Was ist das? Mimi, helft mir! Es ist Kuwagamon! Kuwagamon flog knapp über ihre Köpfe hinweg und verschwand dann im Wald. Ist alles in Ordnung mit dir, Tanemon? Tanemon, Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen. Hör auf zu weinen. Ach, Sora. Da ist es wieder. Los, weg hier. Abhauen. Kuwagamon war zurückgekommen und sauste im Sturzflug auf unsere Freunde zu. Hinlegen. Oh, wo sind die bloß hingeraten? Ich will nach Hause, ich will wieder nach Hause. Kuwagamon griff wieder an. Ich komm zurück. Na warte, das lassen wir uns doch nicht gefallen. Wir können nichts tun. Das stimmt, ohne Waffen können wir uns nicht dagegen wehren. Ja, wir können nur noch flüchten. Also nahmen sie die Beine in die Hand und rannten, was das Zeug hielt. Sie liefen auf einen Felsen zu, doch der endete an einer tiefen Schlucht. Kuwagamon hatte sie schon fast eingeholt. Vorsichtig ging Tai bis zum Felsvorsprung und schaute in die tiefe Schlucht hinunter. Hier war der Weg für unsere Freunde zu Ende. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Aber wir können doch nicht zurück. Da kam auch schon Kuwagamon. Die Gruppe warf sich zu Boden. Immer wieder versuchte Kuwagamon anzugreifen. Wir müssen hier weg! Kuwagamon war dicht hinter Tai. Tai, lauf! Koromon stellte sich ihm entgegen und beschoss ihn mit Seifenblasen. Jetzt flog Kuwagamon direkt auf Koromon zu. Er streifte ihn und Koromon stürzte ab. Die anderen Digimon erhoben sich in die Luft und griffen geschlossen Kuwagamon an. Das war selbst für Kuwagamon zu viel. Das Monster verlor an Höhe und raste in eine Baumgruppe hinein. Als die Kinder um sich blickten, sahen sie die Digimon reglos auf dem Boden liegen. Yokomon. Tai hielt Koromon in seinen Armen. Du Dummkopf, sowas darfst du nicht tun. Aber ich muss dich doch beschützen, kleiner Freund. Koromon. Jedes der Kinder begab sich zu einem Digimon. Yokomon, wie geht es dir, Tanemon?
Aber warum hast du das denn nur getan? Togemon, Togemon! Sei tapfer, Tsunomon. Bukamon, sag was! Hä? Kuwagamon war wieder zu sich gekommen und startete einen neuen Angriff. Es sah wirklich nicht gut aus für unsere Freunde. Sie standen am Rande der Schlucht und es gab kein Entkommen. Kuwagamon kam immer näher. So ein Mist! Nein. Wir kommen nicht vorbei! Wir sind verloren! Schritt für Schritt stapfte er auf sie zu. Nein! Ui. Was sollen wir nur machen? Drohend klapperte er mit seinen Scheren. Lass mich runter! Was? Wir müssen kämpfen! Lass mich runter! Wir müssen es angreifen! Das können wir doch nicht machen! Deshalb haben wir auf euch gewartet. Gemeinsam sind wir stärker. Aber... Lass mich runter! Wahnsinn! Ihr habt absolut keine Chance! Lasst uns runter! Wir werden dagegen kämpfen! Lasst uns los! Nein, du bleibst hier! Gehst du auch, Tanimon? Ja! Los! Nein! Die Digimon rissen sich von den Kindern los und stellten sich Kuwagamon in den Weg. Aber alles Rufen half nichts. Als die Digimon nebeneinander standen, erschien eine schwarze Wolke am Himmel, aus der plötzlich ein gleißendes Licht erstrahlte und jeden Digimon erfasste. Dann geschah etwas Seltsames. Koromon, digitier zu! Argomon! Yukumon, digitier zu! Biomon! Mutimon, digitier zu! Tentomon! Tsunomon, digitier zu! Gabumon! Tukumon, digitier zu! Patamon! Bukamon, digitier zu! Gomamon! Tanimon, digitier zu! Palmon! Alle Digimon verwandelten sich plötzlich in andere Wesen. Was ist das? Auf geht's, Freunde! Dann machten sie sich für den Angriff auf Kuwagamon bereit. Nichts. Jetzt geht's los! Jeder Digimon hatte jetzt eine besondere Fähigkeit. Luftschuss! Kleiner Donnerschlag! All diese geheimnisvollen Kräfte brachten Kuwagamon ins Wanken. Achtung, Tritte zurück! Kleine Flamme! Kleines Feuer! Magisches Feuer! Die Angriffe schienen dem Monster nicht viel auszumachen. Es riss sein Maul auf und brüllte wütend. Nicht schlecht! Und das Ganze nochmal! Kleine Flamme! Doch die vereinten Kräfte der Digimon waren zu viel für das Monster. Kuwagamon fing Feuer. Wenige Sekunden später löste er sich in Luft auf und war verschwunden. Toll! Oh, Wahnsinn! Ist ja irre. Sie haben's geschafft! Toll! Klasse! Du bist großartig, ihr habt's geschafft! Auf einmal zischte es hinter Tai und Kuwagamon tauchte wieder auf. Er war noch nicht besiegt. Pass auf, Tai! Hilfe! Mit ungeheurer Wucht stieß er seine Scheren in den Felsvorsprung, auf dem die Kinder standen. Der Fels brach ab und fiel mit den Kindern und den Digimon in die Tiefe. Die Ferien hatten für unsere Helden ziemlich aufregend begonnen. Doch das war erst der Anfang.